Guten Tag, liebe Schülerinnen und Schüler. Willkommen zurück. Mein Name ist Eileen und unser Thema heute Sport. Fangen wir an. Für die heutige Lektion braucht ihr ein Blatt Papier oder ein Heft, einen Bleistift oder einen Kugelschreiber und natürlich den Internetzugang. In jedem Moment könnt ihr eine Pause machen. In dieser Lektion werdet ihr den Hörtexten über Sportinformationen entnehmen, Wörter zur Beschreibung von Sport verwenden und über Sport schreiben. Unser Thema heute ist Sport. Es gibt Mannschaftssport, wie zum Beispiel Fußball oder Handball, und Individualsport, wie zum Beispiel Tennis oder Golf. Es gibt Wintersport wie Skifahren und Sommersport wie Tauchen. Ballsport, das sind alle Sportarten, die mit einem Ball gespielt werden, wie zum Beispiel Tennis, Fußball, Handball und so weiter. Es gibt auch Kampfsport wie Judo oder Boxen, Wassersport wie Schwimmen, Tauchen, Wasserball, Hallensport, das sind alle Sportarten, die in einer Halle gespielt werden, wie zum Beispiel Handball, Basketball, Gymnastik, und es gibt Feldsport wie zum Beispiel Fußball, das sind alle Sportarten, die man auf einem Feld spielt. Plural von Sport sind Sportarten. Und Ballsportarten sind Sportarten mit einem Ball, wie zum Beispiel Volleyball, Tennis, Korbball oder Basketball, Golf, Handball und Fußball. Pausiert bitte diese Videolektion, um diese Sportarten in eure Hefte abzuschreiben. Wintersportarten sind die Sportarten, die man im Winter spielt, wie Skifahren, Eishockey, Eiskunstlauf, Rodeln und Snowboarden. Schreibt bitte diese Wörter in eure Hefte ab. Sommersportarten sind die Sportarten, die man im Sommer macht, wie Wasserball, Schwimmen, Rudern, Tauchen, Segeln und so weiter. Schreibt diese Wörter in eure Hefte ab. Hallensportarten macht man in einer Halle, wie Gymnastik, Gewichtheben, Ringen, Fechten, Boxen oder Karate. Wir treiben oder machen Sport. Aber was ist mit Sportarten? Wir spielen Ballsportarten. Wir spielen Tennis, wir spielen Basketball, Golf und wir machen Kampfsportarten, wie zum Beispiel Karate, Yoga oder Judo. Um Sport zu treiben, braucht man Sportausrüstung. Es gibt viele Schläger. Zum Beispiel für Tennis braucht man den Tennisschläger. Es gibt noch Golfschläger, Badmintonschläger, Baseballschläger, Hockeyschläger und so weiter. Und es gibt viele Bälle. Tennis spielt man mit einem Tennisball. Es gibt noch Golfball, Federball für Badminton, Volleyball, Fußball und so weiter. Schreibt bitte diese Wörter in eure Hefte ab. Schlittschuhe braucht man für Eiskunstlauf und den Puck für Eishockey. Mit den Skiern kann man Skifahren und man braucht noch eine Brille. Man braucht den Korb, um Basketball zu spielen, und das Tor für Fußball. Auf einer Matte
kann man Pilates machen und ein Netz braucht man für Beachvolleyball. Und wo kann man Sport treiben? Auf dem Golfplatz, Tennisplatz, Fußballplatz oder in einer Halle. Im Stadion vielleicht Athletik zum Beispiel oder unter freiem Himmel, das sehen wir hier. Auf einer Wiese kann man zum Beispiel Fußball spielen. Auf einer Matte kann man Pilates machen. Im Schwimmbad kann man schwimmen. Auf der Piste, das sehen wir hier, kann man Skifahren. Im Fitnessstudio kann man üben und im Ring kann man boxen. Schreibt diese Wörter in eure Hefte ab. Wie oft trainierst du? Wie oft kann man trainieren? Man kann jeden Tag, jedes Wochenende, jede Woche, jeden Monat trainieren oder einmal, zweimal, dreimal, viermal pro Woche oder in der Woche. Immer, oft, manchmal, selten oder nie. Und natürlich montags, dienstags, mittwochs. Am Montag bedeutet an einem bestimmten Montag, aber montags bedeutet jeden Montag und so weiter. Welchen Sport machst oder treibst du? Wie schon gesagt, wir machen Kampfsportarten. Ich mache Taekwondo, Yoga, Karate, Judo und wir spielen Ballsportarten. Ich spiele Tennis, Fußball, Wasserball, Golf und für andere Sportarten sagen wir, ich jogge, ich reite, ich schwimme, ich fahre Ski, ich fahre Rad und so weiter. Bist du ein Gewinner oder ein Verlierer? Ein Gewinner natürlich. Alle möchten Gewinner sein. Ein Gewinner bekommt die Goldmedaille für den ersten Platz, Silbermedaille für den zweiten Platz und Bronzemedaille für den dritten Platz. Macht ihr lieber Liegestützen oder Kniebeugen? Das sind zwei beliebte Übungen. Liegestützen und Kniebeugen können anstrengend sein, aber sie sind gut für unsere Gesundheit. Und mit diesen Übungen können wir fit sein. Ihr hört jetzt drei Jugendliche, die über Sport sprechen. Hört aufmerksam zu und antwortet auf die Fragen. Es gibt zwei Wörter, die ihr vielleicht nicht kennt. Der Gegner und die Beweglichkeit. Hier sind die Fragen. Was braucht man für Fußball? Wie oft trainiert Martin? Wo trainiert er? Was ist im Fußball wichtig? Was braucht man für Tennis? Wie oft trainiert Maria Tennis? Was muss ein Tennisspieler haben? Wie oft trainiert Alex? Wo trainiert er? Was für Übungen macht er? Schreibt diese Fragen bitte in eure Hefte ab und während der Hörübung versucht, die Fragen zu beantworten. Ich bin Martin. Meine Leidenschaft ist Fußball. Für diese Sportart braucht man einen Ball, ein Tor und 10 Freunde. Das ist eine Mannschaft 11 Spieler. Ich trainiere Fußball schon seit 10 Jahren in einem Verein. Das Training findet 2-mal pro Woche statt. Zum Fußballtraining braucht man ein Fußballtrikot und Fußballschuhe.
Wir trainieren unter freiem Himmel, auch wenn es regnet. Im Training muss man konzentriert sein. Im Fußball sind nicht nur Beine wichtig, sondern auch der Kopf. Ein Fußballspieler muss ständig den Ball und seine Gegner beobachten. Meine Mannschaft verliert manchmal und manchmal gewinnen wir. Dann freuen wir uns. Voriges Jahr haben wir sogar einen Pokal gewonnen. Mein Name ist Maria. Ich bin von Tennis begeistert. Ich spiele Tennis fast jeden Tag. Fürs Tennis braucht man einen Tennisschläger, einen Tennisball und natürlich das Netz. Tennis bedeutet nicht nur den Ball hin und her zu schlagen, denn ein Tennisspieler muss auch immer konzentriert sein und gute Koordination haben. Das ist ein Sport für Körper und Geist. Tennis macht Spaß. Sobald der gelbe Ball übers Netz geht, ist gute Laune garantiert. Gewinnen ist nicht so wichtig. Mein Name ist Alex. Ich bin kein Spitzensportler. Ich gehe zum Turnen ins Fitnessstudio einmal in der Woche. Manchmal mache ich Krafttraining, denn es stärkt nicht nur die Muskeln, sondern auch meine Knochen. Manchmal mache ich nur Kniebeugen oder Liegestützen auf der Matte. Durch diese Übungen schule ich meine Beweglichkeit und habe eine gute Figur. Sport ist die beste Medizin. Sport treiben, gesund bleiben. Wir sollen jetzt prüfen, was ihr geschrieben habt. Also die Antwort auf die erste Frage ist, man braucht ein Tor, einen Fußball, ein Trikot, Fußballschuhe und 11 Spieler. Martin trainiert 2-mal pro Woche. Er trainiert unter dem freien Himmel. Im Fußball sind die Beine und der Kopf wichtig. Man braucht einen Tennisschläger, einen Tennisball und das Netz. Maria trainiert jeden Tag. Ein Tennisspieler muss gute Koordination haben. Alex trainiert einmal in der Woche. Er trainiert im Fitnessstudio. Er macht Liegestützen und Kniebeugen. Übung macht den Meister. Ihr sollt euch jetzt 2 Videos anschauen und die dazugehörigen Fragen beantworten. Unter diesem Link bit.ly/sport befinden sich die Videos und die Fragen. Pausiert jetzt diese Videolektion, um die Übung zu machen. Ihr hört jetzt 2 Hörverstehen-Übungen. Hört aufmerksam zu und entscheidet, ob die Antwort A, B oder C richtig ist. Es gibt 2 Wörter, die ihr vielleicht nicht kennt: belegen und die Fahne. Also hört aufmerksam zu und während der Hörübung versucht, die Fragen zu beantworten. Mein Name ist Larissa und ich liebe Fußball. Mein Papa hat Fußball gespielt und ich war schon als kleines Kind jeden Sonntag auf dem Sportplatz. Ich habe 2 Brüder und die spielen auch Fußball.
Und deswegen gehe ich bis heute noch jeden Sonntag auf den Sportplatz. Ich schaue sehr gerne das Spiel an und mir gefällt das Ambiente dort sehr gut. Die Leute sind alle nett und es ist immer lustig. Ab und zu gehe ich auch ins Stadion, zum Beispiel zum VfB Stuttgart. Allerdings mag ich lieber die kleinen Sportplätze, wenn ich auch die Spieler kenne. Und bald ist auch wieder die WM. Und ich erinnere mich noch sehr gut an die WM von 2006, die auch in Deutschland stattgefunden hat. Und das war ein einzigartiges Ereignis. Alle hatten die Deutschland-Trikots an und jeder hatte Fahnen aus dem Haus, aus dem Fenster hängen oder am Auto. Jeder hat Fußball geschaut, alle haben sich für Deutschland gefreut, wenn wir gewonnen haben. Die Straßen waren nach jedem Deutschlandspiel voll mit Fans und viele Autos sind hupend durch die Straßen gefahren und alle haben gejubelt und sich sehr gefreut. Leider ist Deutschland nicht Weltmeister geworden, aber wir haben uns trotzdem über einen dritten Platz sehr gefreut und waren sehr stolz auf unsere Mannschaft. Antwortet bitte auf die Frage. Warum geht sie jeden Sonntag auf den Spielplatz? A, B oder C? Die richtige Antwort ist A. Ihre Brüder spielen Fußball dort. Warum sind eher kleinere Spielplätze lieber? A, B oder C? Die richtige Antwort ist B. Sie kennt die Spieler. Welchen Platz hat Deutschland bei der Weltmeisterschaft 2006 belegt? A, B oder C? Die richtige Antwort ist A, den dritten Platz. Jetzt hört aufmerksam die zweite Hörübung zu. Mein Name ist Larissa und ich spiele Handball. Ich spiele schon seit ich 6 Jahre alt bin in einem Verein Handball und es macht mir sehr großen Spaß. Unser Training ist 2-mal pro Woche, immer montags und mittwochs. Um 20.30 Uhr gehe ich in die Halle und spiele für 1,5 Stunden Handball. Am Wochenende haben wir oft ein Spiel, entweder samstags oder sonntags. Und es macht sehr viel Spaß, es ist anstrengend, aber ich habe eine tolle Mannschaft und wir haben einen guten Teamgeist. Allerdings studiere ich auch Sport und mache jede Sportart sehr gerne. Antwortet bitte auf diese Fragen. Wie lange spielt sie Handball? A, B oder C? Die richtige Antwort ist B. Seit ihrem 6. Jahr. Wie oft trainiert sie? A, B oder C? Die richtige Antwort ist B. 2-mal in der Woche. Was macht sie sonntags? A, B oder C? Die richtige Antwort ist C. Sie hat ein Spiel. Noch eine Übung für euch. Schaut euch die Videos an und antwortet auf die dazugehörigen Fragen. Die Videos und die Fragen befinden sich unter diesem Link LA Fußball. Pausiert jetzt bitte diese Videolektion, um die Übung zu machen. Für die Hausaufgabe
sollt ihr auf diese Fragen eine Antwort geben. Was ist dein Lieblingssport? Wie lange machst du diesen Sport? Wie oft trainierst du und wo? Ist das ein Individual- oder Mannschaftssport? Welche Ausrüstung brauchst du für diesen Sport? Was ist in diesem Sport wichtig? Warum treibst du Sport? Verlierst du häufiger oder gewinnst du? Wie fühlst du dich dann? Also, ihr sollt einen kurzen Aufsatz aufgrund von diesen Fragen schreiben. Wir sollen jetzt prüfen, was ihr alles heute gelernt habt. Wenn ihr Hörtexte über Sport verstehen könnt, Wörter zur Beschreibung von Sport verwenden könnt und über euren Lieblingssport schreiben könnt, sollt ihr das so markieren. Wenn nicht, wiederholt es bitte noch einmal. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, mit mir heute Deutsch zu lernen. Ich hoffe auch, dass ihr etwas Neues gelernt habt. Bis zu einem anderen Mal. Alles Gute und tschüss!